Hallo, mein Name ist Josh und ich heiße euch herzlich willkommen zu All the Mods 7 to the Sky. Da habe ich gerade kaputt gemacht. Naja, das letzte Projekt auf diesem Kanal ist schon ein kleines wenig her, 6 Jahre. Aber ich habe irgendwie mal wieder Lust bekommen auf Minecraft und das Modpack und ich habe einfach nur gedacht, komm, warum nicht? Mach einfach mal die Aufnahme an, vielleicht wird ja mal wieder was. Ich könnte mir vorstellen, dass ich das ein bisschen häufiger spielen werde, ich habe ein bisschen Lust drauf bekommen. Und All the Mods 7 ist so ziemlich eins meiner neuen Lieblingsmodpacks, was ich so bisher gesehen habe. Das gefällt mir relativ gut bisher. Was ist All the Mods 7? Wie der Name schon sagt, es sind alle Mods drin. Natürlich nicht. Es sind aber ein paar schöne Mods hier drin, wenn man schon mal so ein bisschen reinschaut. Wir haben Xnet, da werde ich mich irgendwann vielleicht mal ein bisschen einlesen. Tinker's Construct ist drin. Was haben wir hier noch Feines? Thermal Expansion. Backpacks. Solar Generation. Reliquary. Es gibt jede Menge Bienen, die neuen Bienen. Wir haben Power! Es ist eine Unmenge zu tun. Aber damit wir hier nicht sofort die Übersicht verliert, fängt das Spiel mit einem Questbuch an. Welcome to All the Mods 7 now in the sky. Ich hole mir erstmal nur das Questbuch ab. Die IP sammle ich mir erstmal auf. Und wie man schon sieht, es gibt eine Menge zu tun. Normalerweise würde man hier bei Getting Started anfangen, wo man halt so die üblichen Anfänge macht mit ein wenig Holz sammeln, Stein und alles. Die üblichen Minecraft Skyblock Anfänge, man kennt sie, man liebt sie. Ich werde das Ganze ein bisschen beschleunigen, also ihr werdet das Ganze schon sehen, aber ich werde euch jetzt nicht bei jedem einzelnen Baum dabei haben. Dann fangen wir später an mit Energiemöglichkeiten mit dem Nether. Twilight Forest, was haben wir noch Feines? Die Ant Dimension. Und von da aus heißt es Feel Free, ob wir in Richtung Botania gehen, wo wir mit Blümchen Mana herstellen, Magie machen und mächtige Kreaturen besiegen. Oder ob wir weiter fortgeschrittene Energie machen, weitere mechanische Produkte. Vielleicht werden wir auch einfach zum Farmer und generieren Ressourcen aus Samen. Oder die Hauptziele, worauf ich mich auf jeden Fall konzentrieren möchte, sind die Creative Items. Diese haben mich schon bei Ultimate 6 ein bisschen gereizt, aber da hatte ich irgendwann so ein bisschen Lust verloren und schickte so, weißt du was, ich probier's jetzt einfach mal. Das teuerste Item meiner Meinung nach im gesamten Spiel ist der Ultimate Star mit diesem Rezept. Mit Nether Star Blöcken einmal komprimiert, das heißt wir brauchen pro Block 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63 und dann noch einmal zwei Blöcke. Das sind nämlich 72 und 81 Nether Stars. Ganz bestimmt gerade nicht Probleme gehabt beim Kopfrechnen. Wir brauchen jede weitere kleine Menge, so kleinere Items, die ich jetzt noch gar nicht großartig anschauen möchte. Wir haben erstmal einen langen Weg vor uns. Es gibt dann noch so kleinere Geschichten wie Tiny Compact Blocks. Wir haben weitere Potions, die uns helfen, wenn wir mal Erze suchen, die dann leichter zu finden. Shrieking Device, die ich nicht so wirklich so wirklich mag. Aber es gibt auch, wie man hier schon sieht, Swiftfalls Vending Geld. Das heißt, EMC ist dabei. Ich würde sagen, wir fangen das gar nicht großartig an, hier weiter uns durchzuschauen. Wir benutzen einmal Ultimine und machen den ersten Baum einmal platt. Ich wollte schon sagen, dass ich jetzt kein Setzling rauskriege. Und wir kriegen den ersten Setzling und wir machen hier auch mal ein bisschen Platz. Und wir sagen dann einmal Korn, Green Bean, Hemp kann man immer verwenden, Wheat ist immer gut, Onion, Eggplant und nochmal Hemp. Dann haben wir schon mal so ein bisschen für die erste Ressourcengenerierung und ihr seht mich jetzt hier erstmal die nächsten paar Minuten. Bäume twerken und fällen und nachpflanzen. So, ich schätze mal, 2-6 Holz sollten für den Anfang reichen. Ich habe hier unten schon mal so ein bisschen die Erde abgetragen, weil die Grundplattform kann ich einmal zeigen. Ich habe mir hier selber
OP gegeben. Einfach nur, sollte es mit Modpacks Probleme geben, beziehungsweise bis zu bestimmten Mods, dass man was machen kann. Die Plattform besteht aus 3 Ebenen Dirt, beziehungsweise 2 Ebenen und einer Ebene Gras und da unten ein einzelner Bedrock. So, ganz kurz, Game Mode wird natürlich nicht verwendet, um zu cheaten, nur sollte es einmal ganz, ganz gravierende Probleme geben und es wird gar nicht mehr weiterkommen, was ich aber eigentlich nicht von ausgehe. So, ich habe mir hier schon mal ein bisschen Holz zusammengefarmt. Ich nehme diesen kleinen Stick mal und ich würde sagen, wir fangen mit Tinkers Construct ein wenig an. Wo haben wir es denn? Wir werden einen Crafting Station benötigen. Die ist immer von Anfang dabei. Was haben wir hier noch Feines? Die Tinker Station. Immer wieder Part Builder. Na, da habe ich eine andere Tinker Station. Es ist eigentlich egal, welche wir nehmen. Wie soll es, passt sich eigentlich automatisch an. Der Anvil können wir jetzt noch nicht machen. Part Chest bin ich nicht so wirklich ein Freund von. Weil du machst ja eigentlich ein einziges Mal und danach. Ja. Das einzige. Oder? Hab ich gesagt, bin ich gerade blöd im Kopf? Ich glaube nicht. Nee, es hat sich richtig angepasst. Ich bin irgendwo so immer noch so ein bisschen im alten Tinkers Construct drin, wo du wirklich noch die Patterns aufheben musstest. Aber das hat sich ja mittlerweile auch umgeändert. Na? Mal gucken, ob ich das auch mal schaffe, das Rezept richtig zu machen für die Patterns. Da nehme ich nämlich mal einen guten Vorrat von mit. 33 sollte reichen. So. Die Crafting Station. Wer mit Tinkers Construct schon mal gespielt hat, der wird sich schon denken, was das ist. Richtig, einfach ein Crafting Table, wir können Sachen drin lassen. Mega hilfreich, werden wir auf jeden Fall benötigen. Die Tinker Station kriegen wir auch relativ schnell hergestellt. Zack. Da können wir jetzt eigentlich auch schon fast alle Patterns reintun. Moment, natürlich noch nicht. Wir brauchen noch einen Part Builder. Und bam. Was habe ich jetzt hier alles zusammengebaut? Was ich erstmal ein schönes Update finde. Früher war das so, man muss es alles in der richtigen Reihenfolge machen und jetzt geht es einfach egal querbeet. Crafting Station, habe ich schon erklärt. Einfach ein Crafting Table, wo die Sachen drin bleiben. Wir können jetzt hier auf den nächsten Reiter machen, nochmal den Part Builder. Hier kommen die Patterns rein und wir können uns unsere ersten Werkzeuge machen, die dann hier in der Tinker Station zusammengebaut werden und verbessert werden. So, was ich jetzt aber hier nochmal machen möchte, ich möchte mir unten so eine kleine Anfangsbase machen. Quasi, dass man dann von hier aus immer so ein bisschen weitermachen kann. Bumm. Ich werde gleich auf jeden Fall gucken, dass ich hier die Fläche einmal runter mache. Ich will gucken, dass ich so ein bisschen Gras hier habe. Das wird hier oben jetzt bleiben, aber ich werde die Erde brauchen, weil ich will nämlich schöne Fläche machen, wo man Bäume fällen kann. So, was wollte ich jetzt machen? Und zwar, ich wollte hier einmal Holz reintun. Ich will eine Picket haben, Small Axe. Wir werden Toolbots benötigen. Ich mache einfach mal ein paar. Was ich an Werkzeug auf jeden Fall haben möchte, ist ein Karma. Weil Karma ist a bitch. Entschuldigung. Nein, Karma ist ein Werkzeug, womit wir von Bäumen ohne Probleme Laub abarbeiten können. Ich will eine Pickets. Was ist denn jetzt eine Pickets? Eine Pickets ist einfach ein Tool von Tinker Construct, das uns eine Spitzhacke mit einer Schaufel kombinieren lässt. Damit können wir Steine, aber auch Dirt, Sand, Gravel ohne Probleme abarbeiten. Damit kriegen wir aber nicht Erze, soweit ich weiß, kaputt gehauen. Es ist wirklich nur rein zum Abbauen da. Wenn wir Erze und sowas kaputt machen wollen, was ich erstmal bezweifle, ob wir Erze hier oben kriegen werden, brauchen wir eine normale Spitzhacke. Aber ich finde, für dieses Pack ist erstmal die Pickaxe mega gut. Einen Mattock ist nichts anderes als eine Schaufel mit einer. Mit einer Hoe. Mit einer Feldhacke verbunden. Schwertkammer brauchen wir jetzt eigentlich noch nicht ganz am Anfang, kann man aber machen. Und eine normale Axt. Also werden wir mal durchgehen. Wir werden 1, 2. Schon mal 2 Smallex-Sätze gebrauchen. Wir werden von diesen Rounds brauchen wir 1, 2. Wir brauchen hier eine Small Blade, also wir können jetzt einfach mal hier wieder rüber gehen. Das heißt, wir brauchen Bäm. Bäm. Eine Small Blade. Und ich hoffe, ich habe jetzt alles zusammen. Wir schauen einfach mal. Das kann. Ah, da haben wir schon alles gefunden, was wir noch brauchen. Wir brauchen noch ein Tool Binding. Das ist jetzt aber relativ schnell erledigt. Nein, ich will keinen Dagger machen.
So, ein Output Karma. Dann brauchen wir eine Pickaxe. Das wird natürlich alles mal später geupgradet. So, ein Mattock. Und wir brauchen nochmal einen Round, habe ich vergessen. Ne, Quatsch, kein Round. Doof, ein Toolbinding. Denn wir wollen ja noch eine Axt haben. So, die lasse ich jetzt einfach mal da drin. Und dann misste ich hier einmal schon mal ein wenig aus. Und ich werde jetzt hier diese ganze Fläche einmal runterbringen, aber gucken, dass ich noch etwas Gras behalte. So, ich habe jetzt ein wenig die Plattform erweitert. Wie gesagt, ich habe hier eine Reihe für Oak-Zeppelinge gemacht. Hier werde ich eine Reihe für Rubber-Trees machen. Dann habe ich hier so zwei Posten für Mandrill-Zeppelinge. Die habe ich so ein bisschen kleiner gemacht, weil das ein so Minimum, sagen wir mal so drei in die Richtung, also quasi wie so ein Kreuz hier in der Mitte aufgebaut wird. Aber die Werksen, die geben so viel Holz, so viele Ressourcen, da reichen mir zwei Plätze erstmal. So kann ich dann immer nochmal sagen, einmal so zack, 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 hoppala. Na komm, einmal alles groß machen. Komm, du willst auch noch. Na, hier haben wir auch noch einen. So, da sind die ein oder andere Reihe gewachsen. Ich kann mit Ultimine einfach einmal sagen. Hop, Holz, Ressourcen. Ein bisschen fällt auch bei der Seite hin ab, aber das bisschen, was da abfällt, das soll mir egal sein. Passiert auch nur bei großen Bäumen. Und ich habe einen Apfel, den ich hier schon mal reinputzen kann. Und wir haben einfach fast wieder ein Stack Holz zusammen, was super ist. Hier habe ich auch schon ein paar Oak-Bubbles aufgebaut, weil es gerade angefangen hat zu regnen. Aber da können wir schon mal Wasser sammeln. Können wir jetzt noch nicht so wirklich viel mitmachen, aber wir haben schon mal Wasser, das ist wichtig. Wir haben zwar hier oben auch so ein bisschen Wasser, aber das ist nur eine Quelle. Und so haben wir dann lieber schon mal was auf Vorrat. Und hier drüben habe ich auch noch mal so ein bisschen Fläche aufgebaut mit einer 4x4 Fläche im Boden frei. Dazu kommen wir jetzt gleich. Und zwar, ich habe die Quest gar nicht gerade geschaut. Ich mache einfach so gerade frei Schnauze. Und zwar das nächste, was wir machen sollten, ist, ich mache jetzt mal hier das weg, wir sollten uns um Thieves kümmern. Damals in FTB Infinity Evolved Skyblock, da hatte ich noch ein einziges Thief gemacht, mit Weileile, ich weiß gar nicht, ob ich da noch irgendein Pack gemacht hatte, geht es auch, dass man dies, ich glaube, bis zu 5x5 aufbauen kann. Ich baue die aber ganz, ganz gerne immer 4x4 auf, weil wenn ich dann Sachen verarbeite, dann gibt es immer einen ganzen Stack. Also quasi geht das immer so in 16er Teilen runter. So, ich mache mir jetzt mal hier 16 von denen. Was wir auch gleich brauchen werden, ist einen Krug. Davon mache ich mir ein paar mehr. Und ihr seht auch schon hier, ich habe relativ viel an Steinen gesammelt. Ich habe schon meine Werkzeuge aufgerüstet. Was ich mir direkt auch mal machen werde, ist zwei Stonehammer. Die werden wir nämlich auch noch relativ viel brauchen. Aber das erste, was ich jetzt machen werde, ist einmal hier die Seeds so aufbauen. So, kann man jetzt auch nicht runterfallen. Dann, damit wir damit machen können, weil gerade so bringt das herzlich wenig, brauchen wir noch ein sogenanntes Mesh. So, fängt mit dem String Mesh an. Für alle, die es noch nicht wissen, wie man mit einem String Mesh anfängt, wie man generell ins String rankommt. Das geht ganz einfach. Dafür nehmen wir jetzt einmal hier die Bäume, die das mal kurz hochwachsen. So, jetzt haben wir hier relativ viel Laub. Dafür nehmen wir jetzt einmal den Krug und machen das weg. Wir kriegen Setzlinge und solche Silchbäume raus. So, dann nochmal schnell die Bäume wegmachen.
weil dafür nehme ich jetzt ganz gerne frische. Pflanzen einmal nach, züchten die jetzt wieder hoch. So, wir haben jetzt einige, wir haben 16 Silkwürmer. Wie der Name schon so ein bisschen zu preisgeben wird, kann man sich schon denken, was die machen. Wir hauen jetzt hier überall einfach mal so rein, je mehr, desto besser. Dann geht er noch was schneller. So, und schon ist der ganze Baum einmal weiß. Und das bedeutet, wir können uns jetzt hier die Krug nehmen, einmal damit diese Fässer dies abbauen und wir haben jede Menge Strings zu Silkwürmer. Nochmal, mach die einfach jetzt nochmal so kurz kaputt. So. Hier aber nochmal. Hier nochmal. Hallo. Hier nochmal. Okay, der will anscheinend nicht mehr. Das ist aber sehr gut, dass wir jetzt verdammt viele Strings haben. Wir können damit jetzt einiges machen. Erstmal Inventar frei machen. Das ist, glaube ich, schon am besten. Aber ich glaube, das erste, was ich jetzt einmal machen werde, ist. Bumm. Bumm. Vielleicht nicht damit hochbauen. Vielleicht nicht scannen und dann einfach direkt danach wieder Mindwainer, Altimine und dann weg. Aua. Oh Gott, mach ich das einfach gleich weg. Das geht leider ja nicht von alleine weg. Jetzt haben wir noch ein Problem. Essen wird knapp. Da haben wir aber schon eine Möglichkeit, das auch wieder in den Griff zu kriegen. Weil wir machen jetzt erstmal einen schönen neuen Ofen. Den packe ich mir jetzt einfach mal hier hin. So. Das ist Silkwürmer. Hier bist du. Die können wir auch braten und zu essen machen. Da nehme ich jetzt einfach mal so ein Stack und ich bin jetzt einfach mal ganz verschwenderisch, komm. Ja, kriegen doch genug Holz und alles rein. Und gerade am Anfang sollte man sich nicht beschweren, dass man zu wenig Holz hat. So, jetzt haben wir auf jeden Fall genug Strings, dass wir uns dieses String nicht machen können. Aber bitte nur 16. Komm. Einzig, was ich jetzt nochmal machen werde, ist nochmal. Einzig wollte schon mal. Die will ich wieder behalten. Das war eine Planke zu viel. Das werde ich schon mal ein Bett machen, weil ich definitiv keinen Bock habe, gleich von Phantom besucht zu werden. Da platzieren wir es einfach mal schön hier auf der Wiese. Homepoint Set. Spawnpoint Set. Und wir können kurz mal ein paar leckere Würmchen. Eieiei, das ist lecker. Und wir können hier die String-Mix auch schon reinpacken. Es geht gut voran, bin ich ehrlich. Hätte ich nicht erwartet, dass es so gut vorangeht. Ich bin jetzt einfach mal so verschwenderisch. Wir haben aber hier noch jeden Blackstone, den wir nicht erstmal nicht brauchen. Und packen wir hier nochmal den zweiten Ofen. Packen wir da hin. Da mache ich mir jetzt erstmal ein bisschen Charcoal. Weil die werden wir auf jeden Fall auch noch brauchen. Wurde kann jetzt kurz zurück. Und zwar, wofür will ich Charcoal haben? Einfach damit ich Fackeln machen kann. Und wofür Fackeln? Damit wir nicht immer hier im Boot die ganzen Kieselsteine rauskratzen müssen, bräuchten wir erstmal einen Cobblestone-Generator. Wenn wir uns den erstmal anschauen, der Cobblestone-Generator, wo haben wir ihn? Die haben wir. Aber das hier doch Cobblestone oder? Da sind sie doch. Der Cobblestone Tier 1, den würde ich gerne machen. Dafür bräuchten wir aber einen Lava-Eimer und einen Wassereimer. Holz ist erstmal nicht das Thema, Glas auch nicht. Warum, zeige ich euch jetzt. Wenn man hier Cobblestone nimmt, dafür haben wir nämlich jetzt die Hämmer. Wenn wir einen Cobblestone hier platzieren und mit dem Stonehammer abbauen, kriegen wir Gravel raus. Wenn wir das jetzt nochmal mit Gravel machen, Sand, Dust. Schön und gut. Was bringt uns das jetzt? Gar nichts. Spiel zu Ende. Vielen schönen Tag noch. Etwas beiseite. Wir können über diese Strings, über die Seed-Mechs, können wir
das filtern, durchsieben für Bone Meal und Gunpowder. Das ist schon mal sehr gut. Das gleiche können wir aber auch nochmal mit Gravel machen. Bei Gravel kriegen wir, wenn ich das richtig damit finde, hier haben wir schon mal Flint raus, womit wir die Mechs upgraden können. Und wenn wir Flint-Mechs haben, kriegen wir auch schon Erze raus. Diese All-Pieces. Da kriegen wir Iron raus, Aluminium, Silber, Kohle, Kupfer, Zinn, Lead, Lapis Lazuli, Nickel und Gold. Was machen diese Pieces? Man kann es sich schon denken. Vier davon zusammen geben ein Raw Iron Ore und das können wir dann schon mal stinken, mal schmelzen zu einem Eisen machen. Das heißt aber erstmal, dass ich hier schon mal ein bisschen Kohle nehme und erstmal hier ein bisschen ausleuchte. Das mache ich gleich nebenbei. Aber schon mal Licht und einmal schlafen, damit wir keinen Besuch von dem Turm kriegen. Das heißt im Klartext, ich werde jetzt erstmal ein wenig Gravel durchsieben, dass wir das vielleicht schon mal zu Flint upgraden können. Und dann, wenn wir das haben, werde ich Bomben vorbereiten, 7 Stück, für einen Unfired Crucible. Was macht dieser Unfired Crucible? In dieser Form noch gar nichts. Den müssen wir einmal schmelzen, dann haben wir einen Fired Crucible. Was macht der? Schon mal ein bisschen mehr. Den platzieren wir quasi... sieht man das hier, oder? Da kommt sogar hier so schon schön. Perfekt. Der Crucible ist eigentlich nur für da. Man nimmt eine Hitzequelle, stellt die unten drunter und kann dann Cobblestones reinhauen und wir kriegen Lava. Heißt, unser Fortschritt ist jetzt erstmal, dass wir gucken, dass wir die Thieves auf Flint upgraden, dass wir Erze rauskriegen, dass wir Eisen rauskriegen, 2 Eimer machen können, diesen Unfired Crucible machen, beziehungsweise diesen Crucible generell, Lava produzieren, Wasser haben wir hier und wir haben Cobblestone genug. Das ist dann dieser Fortschritt. Ich zeige euch dann jetzt währenddessen einfach mal, wie es weitergeht. Wer seid ihr denn? Was habt ihr denn für mich im Angebot? Mystery Wood Zeppelin, keine Ahnung, Forbidden und Arcane, das kenne ich so gut wie gar nicht. Ich glaube, da gibt es nur diese Eternal Stella, oder? Wie sieht ihr von dem Mod? Eternal Stella, ja genau. Das kenne ich, das kenne ich so gar nicht. Starwood Leather Boots of the Defender. Den wusste ich. Moosblöcke kann man bestimmt gute Mist mit machen. Tome of Enchanting. Wir face Enchanting Options by using some XP. Weiß ich jetzt auch nicht. Ich glaube, XP wird später nicht so wirklich das Thema. Kommen wir vielleicht später mal wieder. Ich habe heute eh keine Emeralds für dich. Tut mir leid, ich arbeite dran. Geht sie bitte weiter. Alles ist so, wie es sein sollte. Ich wollte hier nur ein paar Mechs aus dem Weg räumen und naja, ich habe mich, glaube ich, verklickt. Ich bin mir aber noch nicht so ganz sicher. So, eine halbe Ewigkeit 7 weiter und wir haben sehr, sehr viel bekommen. Ja, also die Mechs sind jetzt alle auf Gravel, beziehungsweise auf Flintmech. Das nächste Upgrade wäre Eisen, aber ich glaube, das wird noch ein bisschen dauern. Das erste, was wir auf jeden Fall machen, sind hier diese Iron Pieces. Wir wollen das erstmal 6 Stück haben. Ich habe währenddessen schon mal ein bisschen Clay vorbereitet. Das ist nicht wirklich schwierig. Einfach das in so ein Barrel gefüllt mit Wasser reinpacken. Wenn es bei euch nicht regnen sollte. Es gibt einen ganz einfachen Trick. Man kann sich Sand machen, den schmelzen zu Glas, 3 Glasflaschen nehmen und hier an dieser Wasserquelle die 3 Wasserflaschen auffüllen und dann passen die genau in einen Barrel rein und haben genau einen Eimer zusammen. Ist eine kleine Möglichkeit, wenn man nicht auf Regen warten möchte. Wir werden jetzt auf jeden Fall einmal kurz auf die Öfen warten. So. Wir können dann als nächstes den Cobblegen machen. Was bedeutet das jetzt für uns? Der Cobblegenerator, der wird erstmal eine ganze lange Zeit nur Cobblestone produzieren. Das werde ich an den Drawer anschließen. Wobei heißt nicht an den Drawer, ich bin jetzt gerade nicht mehr sicher. Ja, heißen sie noch. Das heißt jetzt Functional Storage, nicht mehr Drawers. Keine Ahnung, wie das vorher hieß. Ich glaube Drawers. So, damit das auch nicht allzu lange dauert, nehmen wir, kann man das auch mit Plexton machen? Andesit und so geht auch, ne? Ja, das sieht. Muss das crushed sein? Ne. Ich nehme mir jetzt einfach mal hier eine Fackel, platziere die hier hin und platziere das jetzt wunderschön, auch wenn man ewig hier sucht. Das wird jetzt nie anders aussehen. Das wird immer so aussehen. Nehmen
mir Fjande sieht. Und wenn wir jetzt einmal Shift drücken, dann schmilzt der Koppel, der Andesit ganz langsam. Ein Andesit gibt uns 52 Millibuckets und wenn wir einen Bucket bzw. 1000 Millibuckets zusammen haben, haben wir einen Lava-Eimer. So, alles was wir jetzt eigentlich nur noch warten, ist hier auf die 6 Eisen. Was ich damit nämlich schon mal machen würde, hier Wasser rausnehmen. Und dann hier drüben einfach noch eine nette Wasserquelle schon mal draus machen. Hier noch gemacht. Ich habe nämlich hier die Erde, die wir hier hatten, habe ich einfach mal durchgesehen, weil wenn wir jetzt Zugang zu Eisen haben, werde ich mit Hoppern eine kleine Dirt Farm aufbauen. Nichts Besonderes, einfach nur Hopper, weil Hopper, Truhe oder Drawer, wahrscheinlich Drawer, zwei Drawer. So, einmal Sand und dann brauchen wir eigentlich nur noch den Lava-Eimer. Wasser hier hin. Glas kommt hier hin. Und die Lava wird noch einen Moment dauern. So, knapp 10 Minuten später haben wir auch schon unseren Lava-Eimer fast fertig. Und zwar genau jetzt. So, Hot Stuff. Wir haben Lava. Und damit den Koppelgenerator Tier 1. Alles, was wir jetzt nun machen werden, ist ein schönen Holzdrawer, dass wir jede Menge Kompulsoren noch speichern können. Die werden ganz einfach gemacht. Einmal. Oh, dich brauchen wir jetzt gerade nicht mehr. Dich nehmen wir mit. Der Koppelgenerator kommt dann jetzt mal hier hin und das dahin. Und wir generieren Kompulsoren. Was ich jetzt machen werde, ich werde jetzt gucken, dass ich das einmal volllaufen lassen werde. Ich werde jede Menge Gravel, Sand, Dust ziehen. Davon vielleicht mal gucken, wenn wir ein paar mehr machen. Denn ich will gucken, dass wir an Uran rankommen. Ich will nämlich nächste Folge schon einen Atomreaktor aufbauen. Vielleicht möchte ich auch Uran für was anderes haben. Uran kriegen wir nämlich aus Sand. Wenn wir das mit einem Flintmech mindestens bearbeiten, ich will mal gucken, dass wir zumindest schon mal ein Iron Mesh haben, vielleicht auch noch schon die ersten Diamechs. Warum möchte ich Uran haben? Weil Uran eine Heat Resource von 20 hat. Das heißt, ein Koppelzon schmilzt in 20er Schritten dann. Und ich glaube, Lava ganz am Anfang. Wir werden auf Lava-Energie gehen. Ich will mal gucken, was es hier für Generatoren gibt. Hm, das sieht ja schon mal sehr gut aus. Magmatic. Wir könnten auf die Magmatic Dynamos gehen. Oder auf die Magmatoren. Das sind einfach Blöcke, die Lava verbrauchen für RF. Und ich glaube, wenn man hier auf die Basic am Anfang gehen würde, beziehungsweise die Magmatic Dynamos, ich weiß noch nicht, wie ich das machen werde, was besser ist, könnt ihr mir mal in die Kommentare reinschreiben, was ich eher verwenden sollte. Es geht jetzt wirklich um den Anfang. Später gehen wir auf jeden Fall auf Atomreaktoren, Solarpanels und all sowas. Aber für den Anfang würde ich dann doch ganz gerne gucken, dass ich so eine stabile Energieversorgung habe. Gut, ich würde sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst doch gerne ein Like da. Wenn ihr nichts verpassen wollt, lasst doch auf meinem Kanal ein Abo da. Schön die Glocke drücken, damit ihr nichts verpasst. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!